Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Risen 2 Dark Waters. Wir sind hier auf der Schatzinsel, um Stahlbarts Schatz zu finden, haben natürlich unsere liebreizende Patty an unserer Seite und stehen vor dem nächsten Rätsel. Und zwar sollten wir angeblich laut Tagebuchseite den rechten Weg hier benutzen, den da. Möchte aber gerne wissen, was es hier drüben auf sich hat. Wir haben eh gespeichert und ich fürchte, hier wird der Tod auf uns lauern. Naja, ist ja nicht so schlimm. Das ist nur mal ein Dunkelbürger, den kann man gleich mal. Der ist gleich mal, ja, Schwertfutter für uns. Dann schauen wir weiter. Aha, da ist eine Kiste. Jojo, die Leertaste war zu spät. Selten dämlich. Danke, meine Liebe. Danke, danke. Also nochmal. Okay, Leertaste. Ich vergesse immer, ne, meinen blöden Daumen auf der Leertaste bereit zu halten. Ne? Daumen. Pfui. Ja. Also nochmal kurz laden. Ne? Dann nochmal. Schaut aber nicht so schlimm aus, wenn ich die Falle ausweichen kann. Ich hoffe nicht, dass in der Truhe so ein Gift drinnen ist, wie wir es vom Einzelteil her kennen, ne? Das ist ja eine Piratenfalle. Falls ihr euch da noch erinnern könnt, mit dem, ach, wie ist er schnell, Romanov oder so. Ja. Hä? Oh, die Grabwurzel habe ich übersehen. Haha. Okay, also Leertaste ist bereit. Also mein Daumen ist bereit. Hui! Jawohl. Hä? Diesmal nicht. So. Aber ich bin natürlich vorsichtig. Werde das hier mal speichern, weil ich habe irgendwie das Gefühl, wo ist mein 10. Spielstand? Der existiert nicht. Habe ich vergessen, einen 10er zu machen? 11 haben wir da. 6, 7, 8, 9. Super! Ich habe echt vergessen, einen 10. zu machen. Wartet kurz bitte. Ein 9. Speichern. So, da machen wir jetzt einen 10er draus. Ich bin ja so schlau. Ich bin ja so schlau. So, 10. Passt. Entschuldigung. Und wir öffnen natürlich die Kiste. Was haben wir denn drin? Ein Giftring. Schmutzige Tricks plus 20. In dem Geheimfach kann man auch was anderes als Gift verstecken. Ach so. Dann Grog und eine Muschel. Super. Boah. Hoppala. Wie mache ich mich? Ja, spitze, wie immer. So, warte mal. Ansonsten haben wir da nichts, ne? Passt, dann können wir uns wieder gehen. Alles klärchen. Alles klärchen. Gut, dann muss ich mich mehr konzentrieren diesbezüglich. Wenn irgendwo eine Truhe ist, am besten gleich mal die Leertaste bereithalten. So, natürlich tun wir wieder speichern. Ja, bitte. So, und weiter geht's. Hm, habe ich was übersehen? War da eine Blume? Na. Hat nur so ausgeschaut. Aha, immer rechts halten wahrscheinlich. Okay. Ich glaube, wir werden gleich wieder verrecken. Ich probiere es wieder mit links. Aha, ein Dunkeldürer. Zack, zack, zack. Der ist Geschichte, jawohl. Ich glaube, Betty hat ihn erschossen. Die kann das. Wo ist die Fackel? Die ist schon leer. Also aus. Die ist, glaube ich, aus, ne? Gut, dann nehmen wir halt eine neue. So, Leertaste bereithalten. Ja, 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 ja. Das schaut schon wieder nach einer Falle aus. Ja, ja. Oh, Ruck. Sehr gut. Und ich sehe eine Nahenkappe. Die nehmen wir auch mit. Sehr, sehr gut. Und eine Truhe. Ich hätte speichern sollen. Aber die ist... Also die muss man eh knacken. Das wäre echt fies, wenn da jetzt so ein tödliches Gift drinnen wäre. Ja, nein. Okay, nochmal. Nur eines nehmen. So, nur eins. Dann hier die beiden und hier den letzten. Genau. So, wunderprächtig. Bluttorn. Ja, schön. Rum und zweimal Jadestein. Sehr gut. Bast hätten wir auch. Dann nehmen wir wieder den rechten Weg. Dab, dab, dab. Habe ich irgendwo Erz übersehen? Ich hoffe nicht. Dab, dab, dab. So,
und dann hier lang, aber nicht ohne zu speichern, selbstverständlich. Das lief hier wieder sehr gut. Das schaut komisch aus. Also man, ein typisches Piratenlager, ein Bokopilz, ein Bettchen. Aha, da hinten unten geht's weiter. Okay, eine Truhe. Was haben wir hier noch? Mal ein bisschen umschauen, bevor wir weitergehen. Sonst nichts Gescheites. Okay, dann machen wir die Truhe auf. Okay. Ja, die ist etwas schwierig. Unser geschultes Piratenauge sagt uns das schon. Aha, das ist auch nicht richtig. Großartig. Das vielleicht? Nein, auch nicht richtig. Hör auf. Jetzt vielleicht? Ja, super. Fechtschwert hatten wir sowas schon mal. Ich weiß es gar nicht. Schaden 20 bis 50 Talent. Stichwaffen. Stichwaffen plus 10. Goldwert 120. Diese gut ausbalancierte Klinge wird häufig bei Duellen verwendet. Ah ja. Dann Schmerztöter, ein paar Kugeln, ein Rubin und ein paar Goldmünzen. Sehr gut. Okay. So. Das tue ich natürlich wieder speichern. So. Und bereite mich für den nächsten Fail vor. Also meinen halt, ne? Das schaut schon wieder danach aus, schon bald. Das ist da gleich wieder... Aha, da verlassen wir die Höhle. Okay. Eine Blutwurzel nehmen wir auch mit. Bam, bam, bada. Der Weg der Gerechten. Was war? Mangroven irgendwas. Hätte ich? Okay, die weiß aber nichts. Gehen wir noch ein kleines Stück. Aha, die Fackel ist weg. Wie gut. Das ist sich super ausgegangen. Endlich haben wir diesen Berg hinter uns. Ich bin mir nicht sicher, ob das hier besser ist. Ich erinnere mich an dieses Rätsel. Die Hinweise meines Vaters weisen uns den Weg. Sehen wir uns mal in den Mangroven um. Aber sei vorsichtig. Wer weiß, was hier herumkriecht. Ja, ja. Der Mangroven-Dschungel. Ja, ja, es ist mir sogar recht, wenn hier ein bisschen was herumkreucht, weil wir dadurch Ruhm und Ehrepunkte kriegen. So. Lock. Nein, falsch. Inventar. Blunt, ja. Das war jetzt dann die dritte Seite. Was haben wir da? Zum Schlüssel am Totenpfahl nach Süden, an den Zwillingspalmen nach Norden, im Grab nach Norden, am Grab nach Norden, vom Schlüssel zum Glück. Am Grab nach Süden, vom No. Was? Nonolithen? Also Monolithen, ich trottel. Nach Süden. Ja, da kenne ich mich gut aus jetzt. Am Totenpfahl nach Süden. Warum ist unsere Karte? Na, die wird mir nichts bringen, oder? Achso, wir besitzen keine Karte. Ja, das natürlich auch. Das ist auch super. Was haben wir denn da drüben? Ich glaube, da ist eine Riesenkrabbe. Na, ein Alligator. Sehr geil. Lieber Papagei, bitte. Walte deines Amtes. Au. Jojo, du frisst mich gleich weg. Ja, das kannst du wohl laut sagen, Schatzl. Na, dürfen wir dich looten? Also der. Oh, ich helfe dir. Was? Wer noch? Noch einer! Na, großartig. Spaß! Danke, Teddy. Sauber. So. Eine Zähne haben wir gekriegt. Sehr gut. Ist vielleicht noch irgendwo so ein Drecksviech. Schaut irgendwie nett danach aus. Dann schauen wir mal kurz in der Gegend hier uns um, ob hier was wäre. Schaut aber nicht so aus. Okay. Das hätten wir dann mal. Hätte mal eine Muschel, wenn du denkst, ne? Nix, gar nichts. Was haben wir da? Nix. Ich dachte, wäre eine Maki-Beere. Aber das ist nur Dreck und Sand. Also nichts zum Essen. Lala. Gut, die Seite war nicht richtig. Dann muss es die Seite hier sein. Was haben wir da? Nix. Ah, ein Ersoffener. Mein Versuchener. Und weg ist er.
Ich glaube, ich gehe noch mal rein schlafen. Das wäre vielleicht gar nicht so doof. Ich bin irgendwie aus rätselhaften Gründen leicht angeschlagen. Ui, was haben wir denn da? Ein Pokal, kleiner Goldbeutel, 25 Goldmünzen waren drinnen. Ein Knochen, ja. Ja, mhm. Das hat sich sogar ausgezahlt. Ja. Ich glaube, ich gehe kurz noch mal pennen. Da hinten ist nämlich noch so ein Versunkener, das sehe ich gerade. Ich lege mich mal kurz hin. Die ist eh nicht so weit gewesen, ne? Einfach nur ein Stückchen da hoch, dann schnell schlafen gehen. Ich glaube, das Wetter wird nicht besser werden. Aber ja, wir sind dafür genesen. Und können ein bisschen Ressourcen sparen. Wobei das, der Proviant heilt gar nicht mehr so stark, ne? Also, bis zum nächsten Morgen pennen. Tja, weiter geht's. Und regnet's? Oh, nein! Wahnsinn! Es regnet nicht. Wer kann denn sowas glauben? Platsch, 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 platsch. So, da drüben waren wir jetzt schon, ne? Ja, jetzt sind wir da lang. Okay, ich zücke mal unser Schwertchen und du dann nochmal speichern tun. So, und so. Hallo, du Trottel. So, zack, 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 zack. Betty, einmal schießen bitte. Wow, danke. Schau. Das diese alte Skulptur steht hier bestimmt nicht zufällig. Der Totenpfahl. Das ist der Totenpfahl. Wortwörtlich gemeint. Einmal Gold, noch mehr Gold, noch mehr Gold, noch mehr Gold, noch mehr Gold. Habe ich schon gesagt, noch mehr Gold? Pff. Boah. Katschinga, Katschinga und eine Geisterlilie. Ah ja. Okay, Totenfall. Mhm. Ja, woher soll ich jetzt wissen, wo Süden ist? Ich hoffe mal, dass es da oben Norden ist. Norden, Süden. Das heißt, nach rechts. Das heißt, darüber. Okay, dann werden wir natürlich zuerst nach links gehen. Ist ja wohl logisch. Ah. So, werde aber hier sicherheitshalber noch einen Reservespielstand anlegen. Nehmen wir gleich mal den da. Für den Fall der Fälle, dass es, dass ich vergesse, wo das Dingens da ist. Aber so wie es ausschaut, kann mir das gar nicht passieren. Ich helfe dir. Was? Wer? Wo? Oh, Alligator. Vogi? Ah, jetzt wäre schon zu spät für den Vogi. Patty, du darfst auch. Jetzt ist er da. Bitte einmal ablenken. Wie, 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 wie. So, sehr gut. So viel zum Schlafen gehen, ne? Bin schon wieder voll hergerichtet. So, Zähnchen, sehr gut. Ist vielleicht noch so ein Saufie hier? Ich glaube nicht. Was haben wir da? Heldenkraut. Ja, Fisch. Und eine Blutwurzel. Auch Fisch. Oh, das Eck hier hat sich sogar ausgezahlt. Passt. Ich meine, eigentlich kann man sie eh nicht so wild verlaufen, ne? Es ist eigentlich eh so derweil aufgebaut, dass sie in eine Richtung, dass eine Richtung fix stimmt und die anderen zum Glück nur Gegner beinhalten und fallen. Sowohl Schatztruhen und so weiter. Sieh mal, eine Zwillingspalme. Hm. Ja, Moment, ich muss nochmal lesen. Ich verdrück mich schon wieder. Also, Blunder. So, wie war das mit den Zwillingspalmen? Zwillingspalmen nach Norden. Okay. Wenn das der Süden ist, ist das da drüben der Norden, ne? Wahrscheinlich. So, ich bleib mal kurz so stehen. Karte, bitte. Ja, das schaut nicht schlecht aus. Das da drüben dürfte Norden sein dann, ne? Mal Karte schauen. Ja. Nicht zu hundertprozentig, aber könnte stimmen. Nichtsdestotrotz, wie immer, schauen wir uns mal um. Ich werde natürlich ein bisschen naschen.
bei unserem Proviant. Weil ich fürchte, uns wird gleich wieder was beißen. Habe ich zumindest das Gefühl. Es wächst da oben vielleicht irgendwas. Na. Also da drüben dürfte Norden sein. Ein schwarzer Oleander. Ein Goldklärchen. So. Da im Wasser ist ein Alligator. Bitte, liebe Patty, du darfst. So, der Papagei mal. So, mein Guter. Und zack, zack. Au. Zack, 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 zack. Gut gemacht. Jawohl. So, ein bisschen warten. Aber cool designed sind sie schon. Muss man echt sagen. Also, ja. Ich helfe dir. Was? Noch einer? Oh. Oh je. Mein Arsch, mein Arsch. Mein Hintern. Der hat mir den Hintern gezwickt. Habt ihr das gesehen? Voll im Hintern. Das brennt vielleicht. Gut gemacht. Aber jetzt ist er schön flach. So. Ach Gottchen. Zocki. Was du immer redest. Ja. So. Haben wir hier irgendwas? Nein. Ich schaue immer nach dem roten Kreuz, ne, weil man weiß ja nie. Okay, da geht's nicht weiter. Wahrscheinlich waren hier eh schon 25 Kreuze und ich habe sie alle nicht gesehen. Das ist nichts Neues. Das war's. Zwei Alligatoren, mehr nicht. Ah, da ist noch eine Blume. Eine Würgepflanze, also Ranke, so. Und mehr ist da nicht. Naja, wie gesagt, Erfahrungspunkte und so, ne. Da drüben war ich, glaube ich, noch nicht. Da ist auch nichts mehr, nix. Okay, dann gehen wir da drüben weiter. Mann, 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 Mann. Zum Glück habe ich ein bisschen Proviant mit, aber ich werde diesmal ein bisschen Grog trinken. So. Das heilt ein bisschen besser. So. Aha, da vorne brennt es. Ist das gut, wenn es da vorne brennt? Das schaut mir ein bisschen verdächtig aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Warum nicht gleich zu sagen, ungut? So, den Oleander nehmen. Ja, später nehmen wir mit. Dieses Grab ist bestimmt ein weiterer Hinweis. Laut den Notizen deines Vaters müssen wir hier zweimal entlang. Zuerst müssen wir den Truhenschlüssel finden und danach den Schatz. Gut, dann los. Aha, okay, dann ist sie wurscht. Dann können wir alle Wege gehen. Die Frage ist nur, wo die Truhe ist. Den Goldbeutel nehmen wir mit. Ein Amulett. Ein Tränkelein. Oh, das ist ein tolles Grab. Hier müssen wir zweimal vorbei. Okay. Steht vielleicht im Tagebuch. Ich verdrücke mich schon wieder. Ich muss ja das I nehmen. Ist wurscht. Steht da vielleicht drinnen? Am Grab nach Norden, vom Schlüssel zum Glück, am Grab nach Süden. Ach so, das ist, wenn wir zum Schlüssel wollen, dann müssen wir zuerst nach Norden gehen. Und wenn wir dann zur Truhe wollen, dann müssen wir nach Süden gehen. Gut, jetzt ist nur die Frage, wo ist hier der Norden? Ne? Wir stellen uns einmal genau zum Grab hin, also so, drücken unsere geliebte Karte und wir sehen, wir müssen nach links zuerst, also da lang. Okay, da okay. Da oben müsste dann der Schlüssel sein. Wahrscheinlich 25 Alligatoren inzwischen noch. Na, versunken hat uns auch. Ich helfe dir. Das ist sehr nett. Zack, zack. Ja, ja, da hast du vollkommen recht, meine Gute. So. Der Boden schaut schon wieder höchst verdächtig aus. Und da ich ja bekanntlicherweise ein Angsthase bin, werde ich gleich wieder speichern. So, gleich wieder die Leertaste bereithalten und eine Wakebeere einsammeln. Dann darüber laufen. Was haben wir da noch Schönes? Ich glaube, da vorne hat was im Wasser gefunkelt. Aha, im Wasser gefunkelt, okay. Auch ein schönes Versteck für den Schlüssel. Auf jeden Fall ist hier noch ein Versunkener. Und nach dem Versunkenen werden wir wieder den Part beten, weil es ist schon spät. So. Gut gemacht, Alter.
Ja, danke. Na gut. Oder wir sammeln noch die Blutwurzeln. Gut, dann machen wir jetzt Schluss. Alles klar, also im Wasser hat was geglitzert. Ich denke, das wird da drüben sein. Also werden wir natürlich zuerst hier lang gehen. Auf jeden Fall werden wir den Schlüssel schon irgendwie finden. Aber wie gesagt, erst im nächsten Part. Ihr Lieben, ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!